Weiter geht es mit einer weiteren Folge Let's Play Mafia 3. Im letzten Part haben wir die internen Aufträge der Unterbosse gemacht und sind auf einiges gestoßen. Für Vito sollen wir Leute umlegen, weil die seinen Kollegen umgebracht haben, wo ich bei denke, dass es ja Joe ist. Aber mehr zu erfahren, müssen wir weiter Bezirke einnehmen, die dann unter Vitos Kontrolle stehen. So, wir sind jetzt hier in Tikva Harbor, machen erstmal hier den Bezirk Blut und Öl. Wir sollen uns mit Donovan treffen. Was? Ja, und ja. Dann setzen wir uns mal hin. Und gut ist. Alles klar. Was haben wir jetzt hier Schönes? Autodiebstahl und Schmuggel. Okay, wir tingeln mal zuerst hier. Nein. Okay. Lieutenant Frank Pangani. Als royaler Lieutenant steht Frank Pangani seinem Capo Tommy Marcano jederzeit zu Diensten. Er ist bereit, alles zu tun, was Tommy von ihm verlangt. Franks einziges Bestreben ist es, Tikva Harbor nicht zu verlieren. Frank auszuschalten verhilft dir bestimmt zu Informationen, die du gegen Tommy Marcano einsetzen kannst. Ja. Doch, denke ich, hier ist das Klo. Wollt ihr bloß die Sicherung nehmen, Mann? Nur weil mein Haus der Knaller ist, heißt das nicht, dass ich darin. Vorsicht, Pflaster! Hey, easy. Okay, fahren wir jetzt zum nächsten Kontaktperson. Das ist die Gina. Cruisen wir mal schön dezent dahin. Ja, hier stehen auch nette Flitzer. Okay, der wird repariert, aber der hier. Gut, welche Informationen hat die? Hey, hier drüben. Werte Dame für uns. Bist du der kranke Wichser, der sich um Junior Holland kümmern wird? Auch nett, Sie kennenzulernen, Lady.
Ganz ruhig. Hab's nicht so gemeint. Ich bin Gina Kowalski. Mein alter Herr und ich haben mit Junior Autos geklaut, bevor er sich entschieden hat, uns abzuservieren und mit Marcano weiterzumachen. Und wo steckt dein alter Herr? Ist Ostern im Knast gestorben. Oh, tut mir leid. Hätte sich nicht schnappen lassen sollen. Junior schmuggelt Autos über die Best Oil Tankstelle. Er hat da ein paar Profis, die ihm Luxuskarossen anliefern. Und ganz nebenbei bringt er auch noch geklauten Sprit aus der Raffinerie unter die Leute. Wo gehen die Autos hin? Ein paar verkauft er hier. Aber bei all den vermissten neuen Autos in letzter Zeit ist Junior wohl gerade dabei, eine Lieferung aus der Stadt zu schaffen. Wenn er Leute auf der Straße hat, bringe ich die schon zum Reden. Vielleicht bekomme ich sogar raus, welche Profis für ihn arbeiten. Wir sehen uns, Gina. Jos Jungs sind harter Brock. Aber du musst was aus denen rauskriegen. Kommt der Wiegehof und gleich hier ums Eck. Okay. Da uns er noch nicht, wen noch Bums hat. Gucken wir, ob der hier noch Bums hat. Ja, ja. Ah. Hat. Meine Schuld. Wenn die trotz Benzin in ihrem Scheißtank lassen, na klar, dann nehme ich mir das. Ist ja meine Pflicht als gottesfürchtiger Mensch, so wie ich das sehe. Okay, eine Menge Karren stehen hier. Der Wichser geht auf uns los! Ich begrabe dich! Nein, Tim. Granaten! Granaten! Mein Hund wird deinen Kadaver lieben! Ach, die auch noch mal hin. Jetzt meint es richtig! Was sich bloß rumgeschlichen. Ach, die schönen Autos.
Also hier wieder ein Poster, okay, das kann man später einsammeln. Ich möchte auch mal meinen Explorer dran haben. Okay, wir wollen doch das Poster. Vier Stück gibt es hier. Er kommt schon ganz schön schnell aus dem Arsch. Unbedingt mehr Sicherung. In ihr Abwehrsystem. Das können wir wieder nicht den Geschäftsboss da übernehmen. Das wird ein bisschen extra Kohle geschafft. Nicht verdächtig aus. Das ist durch. Oh, wir schon hier 6. Strommasten unaufhaltbar. Ach, unzerstörbar. Okay. Der ist ja ordentlich frisiert. Also gleich die Zentrale neben uns. Und hier gibt es wieder ein schönes Buch, Heft. Thank you.
fahren wir erstmal zur nächsten. Ah, heute ist bloß ein bisschen hier Sicherung einsammeln und bietet sich auch gerade an, ne? Warum ist der so gestiegen? Och man, jetzt kommt dort die Polente. Alter, die Backen! Schwarze. Verstehe. Ist es Fakt. Die Bullen sind hier fast wie in GTA 5. So. Alter, was hat der mit den Karren gemacht? Jetzt fahren wir jetzt den hier. Oh, sie hat schon fix abgeräumt, ne? Ein und wieder an den Dock City. Ich erzähl dir, wohin sie. Ist so faszinierend. Ihr kriegt das ja leider nicht mit. Wenn man jetzt so unter jetzt hier im Gebäude fährt oder in Tunneln, dass der Radiofunk ein bisschen abnimmt. Farbe des Scheiß-Regenbogens.
solange der Regenbogen rot, schwarz und blau ist. Die zwei Stacker kalt. Ja, Profi-Autodieb. Ist klar. Ja, noch mehr. Wenn ihr diese Kisten schon so hoch frisiert, dann baut da bitte vernünftige Bremsen rein, ey. Okay, erst den Fallstreck. Oder? Wir müssen Poster. Was hat es da oben zu suchen? Wieder her. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Schön stehen. Ist das hier eine Parkordnung? Das ist bestimmt kein so. Alter, was ist denn hier los? Keine Sprungschanze.
Fährst du denn hier? Gut, wir machen noch den Verstrecker. Wenn wir mal irgendwann mal hier heil runterkommen. Ist einfach so viel um die Karre. Die Tür nicht auftreten können. Nein, die können wir, müssen wir normal öffnen. So. Wow. Hab gehört, die haben den Kerl gespannt, dann Tanker vor uns. King abgemost hat. Kein Scheiß. Gottverdammter Held, wenn du mich fragst. Haben ihn in England gefunden, wo er bei den scheiß Tommys unter... Aber jetzt manche kommt's. Von diesen Regierungen heute anziehen. Nichts vorgeworfen, wegen dem er ausgeliefert werden kann. Das endet wieder eine Schießerei, aber... Hier herrscht ein Scheiß-Chaos! Mach doch mal schnell! Das gibt's doch nicht! Das ist ja... Mehr wie die Kohle. Gut, holen wir uns noch das Magazin. Oben auf dem Dach.
Okay, der Tolik. Ach doch, na, na. Wo macht denn die restlichen Abhörgeräte bereit? Gut, hier liegt es. Es ist 2 von 5. So. Mit diesem schönen Fund beende ich diese Folge damit. Ja, heute war es mal ein bisschen. Vielleicht ein bisschen langweilig. Aber bloß ein bisschen da für die Autodiebstahl. Die Chance mal erreicht haben. Und dann für den Rest dann halt hier die ganzen Abhörgeräte aktiviert haben. So. Ich bedanke mich wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen bei euch. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ein nettes Kommentar aus eurer Wünscht. Ja. Würde ich damit sagen, bin ich raus heute und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Mafia 3. Tschüss.